Heutzutage nimmt man fast alle Fotos mit dem Smartphone auf und in vielen sozialen Netzwerken, vor allem Instagram, Snapchat und WhatsApp, werden viele Fotos mit anderen geteilt. Man kann mit dem Smartphone sehr beeindruckende Bilder aufnehmen, wenn man einige Dinge beachtet. Deswegen schauen wir uns jetzt 10 Tipps an, mit denen du bessere Bilder mit deinem Handy machen kannst. Erstens, gutes Licht und kein Blitzlicht verwenden. Smartphone-Kameras sind von der Lichtsituation sehr abhängig. Wenn möglich, stellt euch mit dem Rücken zu einer guten Lichtquelle, am besten natürliches Licht, und verzichtet auf das Blitzlicht, da dies nur selten schöne Bilder erzeugt. Unter anderem die Qualität der Farben leidet unter dem Blitzlicht. Bei Dunkelheit ändert lieber den ISO-Wert oder die Belichtungszeit. Das ist bei vielen Smartphone-Kameras unter dem Punkt Helligkeit möglich oder mit einer Zusatz-App, zu denen ich später noch kommen werde. Der zweite Tipp, nicht zoomen. Von der Zoom-Funktion der Handykamera sollte man die Finger lassen, da die Aufnahmen pixeliger werden. Entweder du benutzt deine Beine und gehst näher an das Motiv ran oder du nimmst es aus etwas Entfernung auf und schneidest danach das Motiv aus. Grundsätzlich sind Smartphone-Kameras wesentlich stärker, wenn man seine Motive möglichst nah vor die Linse bringt. Drittens, manueller Fokus. Die Autofokus-Funktion ist nicht immer fehlerfrei. Benutze besser den Touch-Fokus, also berühre den Bildschirm da, wo du die Schärfe im Bild haben willst. Der vierte Tipp, Linse säubern. Du kannst vor jeder wichtigen Aufnahme deine Smartphone-Linse mit beispielsweise deinem T-Shirt kurz reinigen, um bessere Fotos zu bekommen. Fünftens, Stabilität. Halte dein Smartphone mit beiden Händen, wenn du Fotos machst. Dies führt zu einer stabileren Aufnahme und einem schärferen Bild. Vor allem, wenn es dunkler ist und die Smartphone-Kamera mit höherer Belichtungszeit aufnimmt, ist es wichtig, eine etwas längere Zeit sehr ruhig zu halten. Am besten ist ein Stativ. Für Smartphones gibt es auch kleine, zusammenschiebbare Modelle für unterwegs. Sechstens, die Motivauswahl. Für ein interessantes, gutes Foto muss man bei der Wahl des Bildausschnitts ein paar Dinge beachten. Weniger ist mehr. Versuche nicht zu viele Objekte auf das Bild zu quetschen. Platziere dein Hauptmotiv im Bild gemäß der Drittelregel. Viele Foto-Apps haben ein Raster mit 2 vertikalen und 2 horizontalen Linien. Besonders wichtige Bildaspekte sollte man gemäß der Regel an dessen Schnittpunkten platzieren. Dies wirkt für den Betrachter interessanter, als wenn das Objekt in der Bildmitte wäre. Zudem sollte man einen geraden Horizont aufnehmen, denn schiefe Linien bringen Unruhe ins Bild. Objekte im Vordergrund können genutzt werden, um Tiefe ins Bild zu bringen. Menschen, Tiere oder Bäume können im Bild integriert werden, um den Maßstab und die Größe für ein Bauwerk oder eine Landschaft dem Betrachter zu vermitteln. Siebtens, benutze die Kamera an der Smartphone-Rückseite und nicht die Frontkamera. Mit der App FrontBack kannst du beide Kameras gleichzeitig benutzen. Achtens, Bewegungen mitziehen. Rennende Kinder oder vorbeifahrende Autos sind für die Smartphone-Aufnahme zu schnell und führen zu unscharfen Aufnahmen. Um das Bild trotzdem möglichst scharf aufzunehmen, sollte man die Bewegung mit der Kamera mitmachen. Das bewegende Objekt muss dabei immer an der gleichen Stelle auf dem Bildschirm sein. Der neunte Tipp ist, benutze Fotokamera-Apps. Das Ziel ist, mehr Kontrolle und mehr Funktionen bei der Aufnahme zu bekommen, als man mit der Standard-Aufnahme-App hat. Meine App-Empfehlungen für Android und iPhone findet ihr in der Infobox verlinkt. Zehntens, benutze auch Apps für die Bildbearbeitung, um das Foto weiter zu verbessern. Meine Empfehlung ist die App Snapseed von Google, die sowohl für Android-Geräte als auch für iPhones verfügbar ist. Das waren die 10 Tipps für bessere Smartphone-Fotos. Wenn es dein erstes Mal hier auf diesem Kanal ist, dann wäre es super, wenn du ihn abonnierst. Auf Neuland-Tipps gibt es jede Woche neue Videos für deinen Internetalltag.